Freunde der gepflegten Gerätevorstellung. Heute auf den Tisch gebracht, Magnete. Die kleinen, starken, fleißigen Helferlein. Freunde, die dritte Hand. Die dritte Hand. Wer wünscht sich das nicht? Ja, wir möchten wegschweißen. Wir müssen ein Rohr festhalten, weil es anders gerade nicht funktioniert. Es geht nicht. Verlaufen lassen. Ist eine Maßnahme, klappt nicht immer, ja, wird also schwierig. Was machen wir? Magnete zur Hand nehmen, so vielseitig wie diese kleinen Dinger sind und so hilfreich, das kann sich keiner ausmalen. Nehmen wir uns jetzt mal einen Magneten vor. Wir fangen mit unserem stärksten an und den schauen wir uns jetzt an. Ein Flacheisen als Basismaterial und 60er Vierkantrohr im 90-Grad-Winkel angesetzt. Rohr 45 Grad auf die Basis ausgerichtet. 42er Handlaufrohr passt perfekt. Das ist jetzt ein geführtes Rohr. Ich baue so meine Fahrradrahmen. Vierkantrohr in Diamantform eingespannt. Ganz schön viele Einsatzmöglichkeiten mit der Basisform. Große Magnetschweißhilfe 7,5 Zoll mal 5 Zoll mal 1 Zoll. Was bedeutet dieses Zoll? Chrom-Nickel-Rohr. Kein ferromagnetischer Werkstoff. Kann ich mir mit einer Schweißhilfe trotzdem helfen? Die 1 Zoll der Schweißhilf-Variante bezieht sich auf den Abstand Unterkante bis zur ersten Aussparung. Und die klemmt exakt ein 1 Zoll Rohr ein. Ich kann somit auch ein Chrom-Nickel-Rohr einspannen und es limitieren, sich zu bewegen. Fest. Eine Magnetschweißhilfe, viele Anwendungen. Diese gibt es in verschiedenen Gewichtsklassen. Die Winkel sind überall gleich. 90 Grad, 45 Grad und 135 Grad. Noch die Möglichkeit, hochkant in Diamantform einzuspannen. Und ein Zollrohr einklemmen. Die Funktionen der Magnetschweißhilfe, die sind tatsächlich immer sehr ähnlich. Einmal einen Blick auf das sechsteilige Magnetschweißwinkel-Set, drehen das mal um und sehen die Einsatzmöglichkeiten der verschiedenen Magnetschweißhilfen. Wer also eine Info sucht, was kann welcher Magnet, findet diese immer auf der Rückseite der Verpackung. Magnete, Magnete, Magnete.
eine leichtere Ausführung. Die 25 LBS Version ist so ein Blechbearbeitungsding. Etwas kleiner, gleicher Anwendungsbereich. Einen schauen wir uns noch an. Ganz schöne Hilfe, tatsächlich. Oberkante bündig anschweißen, kein Problem. Der geeignete Winkel ist nicht dabei? Kann nicht sein. Frei einstellbare Magnetschweißhilfe. Mit Innensechskant auf den gewünschten Winkel einstellen. Festsetzen. Glücklich werden. Nur hochheben. Eine Sache schauen wir uns an. Unser großer 360 Grad einstellbarer Magnetwinkel hat ordentlich Power. Ihr kennt unsere Platte. 5 mm Stahl. Der kann's. Welcher Winkel auch immer und das Ganze auch noch gepaart mit ganz viel Kraft. Wir richten eine Konstruktion aus und manchmal kann es mitunter recht schwierig werden, den Magneten zu entfernen, ohne unser ausgerichtetes Konstrukt zu zerstören. Magnetisch auf Knopfdruck. Und dieses kleine Helferlein schauen wir uns jetzt mal live in Benutzung in einer unserer Freitagsfolgen an. Ich habe jetzt hier so eine ganze Menge kleiner Helferlein, weil das ein Winkel ist, der tatsächlich schwierig ist. Diese kleinen Dinger sind frei einstellbar und das Gute daran ist, ich habe eine ganze Menge. So ungefähr stellt er sich das vor. Damit kann ich ein bisschen ausrichten. Man braucht immer die dritte und vierte Hand. Und dann geht das auch schon los mit dem Spaß. So gut hat das jetzt geklappt? Das glaubt mir doch keiner. Klitzekleine Magneten mit riesiger Wirkung. Der kleine stumme Helfer, der dir nicht dazwischen quatscht, aber die helfende Hand bietet. Magnetische Schweißhilfen der Firma Stahlwerk. Ein bisschen was über die Magneten gelernt. Was können wir damit machen, was nicht? Ich hoffe, du fühlst dich angezogen. Wir sehen uns wie immer in der nächsten.